Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project Zero hier auf The Nerd and Way of Life mit mir, den Dre, und mit Miku. Wir sind im Eingangsbereich und haben die Maske gefunden, die hier an die Wand gehört. Und ja, die wird da jetzt erstmal rangesetzt. Früher hing hier einmal eine Maske. Eine Maske verwenden. Aber ja... Warum konnte man da nicht vorher schon durchgehen und warum klippt die Maske durch ihren Arm? Und warum ist die Deckenhöhe so niedrig? Und warum vibriert der Controller? Und was ist das für ein Geräusch? Dann wahrscheinlich da drin. Ach, ein Glück. What? Eine Maske, oder? Ach ja, das ist ja der Maskenraum hier. Ach du Scheiße. Ich rieche ein neues Rätsel. Die Masken abnehmen. Ey, japanische Masken sind schon echt mies meistens, oder? Generell Masken sehen... Siehst du, die sieht schon ein bisschen netter aus, aber... Gehen durch. Aber so mit so einem starren Blick. Ich finde auch, kennt ihr den Film The Purge? Da ist auch, da rennen die auch oftmals mit Masken rum und umherirrende. So ein Typ. Ich finde, wenn die so einen leeren Blick haben, das ist mal mies. Okay, da muss ich durch anscheinend. Oh, warte mal, ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Aber ich habe auch nur eine Kräutermedizin, ne? Und einen Steinspiegel. Dann lass ich es doch drauf ankommen. Oh, siehst du, heiliges Wasser. Perfekt. Traurige Maske hängt hier. Yay! Der mit den starken exorzistischen Kräften. Da hängt gar keine Maske, oder was? Die Maske, die diese Tür öffnet, fehlt. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Okay, das wird also... Ah ja, und hier ist die Säule, wo die Masken hingehören. Okay. Ein altes Buch liegt auf dem Boden. Die Masken und ihre Bedeutung für die Rituale. Na, das ist doch interessant. Das Binderitual und das Dämonenjagdritual werden vom Familienoberhaupt der Himuro durchgeführt. Während des Rituals trägt er eine Maske. Dies dient vermutlich dazu, die Jungfrau von allen weltlichen Verbindungen abzutrennen. Alle Teilnehmer des Rituals sind Familienmitglieder. Das bedeutet, Opfer und Opfernde können direkt miteinander verwandt sein. Ach du Kacke. Teilnehmer, wenn du das Opfer... Alter, dann bist du ein Teilnehmer, weißt du? Ich habe die Theorie, dass die Maske dazu dient, die Verbundenheit der Jungfrau mit ihrer Familie aufzuheben. Möglicherweise hat das Einfügen der Pflöcke in die Dämonenmaske beim Ritual der Dämonenblendung eine ähnliche Bedeutung. Dass sie quasi nicht sieht, wenn ihr das antut. Ist das krank? Ist da eine Schweinemaske?
Oh Gott. Ja, gib ihm doch einen Kuss. Aber leck mich im Arsch. Ich muss mich echt zwingen hinzugucken. What? What was that? Oh. Nee. Wo? Alter, taucht sie einfach mal auf einmal von rechts auf. Wie krass. Okay, aber dann kann ich jetzt schnell den Film wechseln. Alter. Dran denken, dass ich keinen Stein mehr habe. Oder Spiegel. Steinspiegel? Spiegelstein? Stein? Irgendwas mit Spiegel? Ach, come on, ey! Ich habe in dem Moment gedrückt. Kamera! Ach Gott, ich kann ja nicht mal vor der wegrennen oder was? Okay, ich muss. Oh, hier ist eine Sackgasse. So viel zum Wegrennen. Okay, einen gebe ich hier noch mitten in. Alter, wie mies! Ich will dir doch nur helfen, ey. Aber wie krass, Alter. Sie guckt in die Maske, sieht in die Vergangenheit quasi. Weil sie die Maske berührt, merken die, dass sie beobachtet werden. Wie geil. Was für eine geile Idee. Glückliche Maske herunternehmen. Aber machen wir. Ah, okay, das ist die. Die gehört dann also hier ran. Okay, also ich. Mafuyus Notizbuch. Die Frau in dem weißen Kimono hat besonders viel Energie ausgestrahlt. Ich glaube fast, sie steckt hinter dem Fluch, der auf der Villa lastet. Ich muss ihren Geist irgendwie besänftigen, bevor noch mehr Menschen dieser Villa zum Opfer fallen. Ich muss herausfinden, was genau sie immer wieder in dieser
Welt, was? Was genau sie immer wieder in diese Welt zieht. Und warum hat sie mich zur, was? Und warum hat sie mich nur ziehen lassen? Ach so, als sie mich in ihrer Gewalt hatte. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Okay. Alter Schwede, ich bin fix und fertig, ehrlich gesagt. Eigentlich würde ich jetzt gerne speichern und ausmachen. Es vibriert schon wieder. Ich bin gerade echt angespannt, ohne Witz. Auf dem Foto sein Labor zu sehen. Okay. Also brauche ich da wahrscheinlich wieder so eine Gravur. Und diese Gravur, das sah gerade aus, als wäre die irgendwie in einem Stein oder irgendwas. Ah, da kann man speichern. Da kann man speichern. Wie lange haben wir? Knapp 12 Minuten. Okay, Feierabend kann ich noch nicht machen. Aber ich... Da, siehst du, hier, hier. Da, da ist das Ding. Wie komme ich da ran? Ein glänzender gelber Stein ist in die Oberfläche des riesigen steinernen Denkmals eingelassen. Achso. Okay. Das war einfach. Wie auch immer sie da jetzt reingekommen ist. Geisterstein. Ach siehst du, ich wollte googeln, wie man die benutzt. Gut. Hauen wir schnell Speicher rein. Alter Schwede, ich bin grad echt, das ist gerade alles. Ich bin ja kein Weichei, ne? Aber ich bin ja ein Weichei. Was Horror angeht, so. So richtig, das ist ja so richtig, das geht ja schon wieder in Richtung Terror. Es fing an mit Horror und jetzt geht's so in Richtung Terror, dass du die ganze Zeit unter Druck gesetzt wirst. Irgendwie, hier musst du, da musst du. Okay, 6 Versuche, alles klar. Wir haben den und den. Wenn ich den hinschiebe, ist der schon da, wo er hin soll. Jetzt kann ich den da oben darüber schieben. Den nach oben, den nach unten. Und den nach rechts rüber. Ja, okay, das war die Tür. Gott, das ist dunkel. Ich hoffe, man sieht überhaupt was auf YouTube, ey. Ich mal gucken, ob ich das... Obwohl, man kann es ja nachträglich noch ein bisschen aufhellen. Eine seltsame weiße Maske steht auf dem etwas... Anscheinend ein Altar. Maske der Spiegelung. Ich habe die Maske der Spiegelung. Den Gesichtsausdruck kann ich nicht beschreiben. Er ist sehr merkwürdig. Ja. Warte mal, die rufen mir... Don't be scared oder don't be dead? Boah, Alter. Ist auch mehr als einer, oder? Eigentlich endet man nicht auf einer negativen Note, aber die Zeit ist abgelaufen, deswegen nutze ich jetzt den Game-Over-Screen,
Um hier aufzuhören, wir haben gespeichert, beim nächsten Mal geht's da weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, eine Bewertung wäre nett und beim nächsten Mal geht's ja weiter. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und tschüss.